Dritter der aktuellen Saison gegen den Meister der vergangenen Spielzeit lautet das Duell. Die Weißkirchner finden in der laufenden Meisterschaft aber nicht mehr zu ihrer Meisterform, finden sich nur auf Platz 10 wieder. Unbeeindruckt starten die Heimischen druckvoll gegen das Team aus St. Martin. In der 11. Spielminute der Doppelpass durch die Mitte auf Michael Schröttner. Der zieht ab, Goli Neumüller noch dran, kann aber den Treffer nicht verhindern. 1:0 Weißkirchen. Und nur 3 Minuten später sind es wieder die Hausherren. Flanke von links. Der Ball streift Martin Splicherl. Der fälscht ins eigene Tor ab. Keine Chance für Torhüter Neumüller. Weiter die Gastgeber am Drücker. Nach Flanke von Grillmeier stoppt sich Oliver Pollack den Ball artistisch per Fersel. Der Schuss aber Zentimeter neben das Tor. Der Pausenstand 2:0. Im zweiten Durchgang dreht sich das Spiel auf den Kopf. St. Martin aufgewacht und Weißkirchen Zuschauer. David Berger nimmt sich hier ein Herz und fackelt drauf. Torhüter Hübert kann aber gerade noch entschärfen. Freistoß St. Martin. Marco Magauer bringt den Ball vors Tor und Timo Streibel steht goldrichtig. Der Anschlusstreffer zum 1:2. Nur 1 Minute später. Weißkirchen bekommt die Kugel nicht weg. Der Ball kommt auf den Fuß von Manuel Pichler. Der schrammt aber aus spitzem Winkel knapp am Ausgleichstreffer vorbei. Weiter nur die Gäste am Vormarsch. Eckball von Magauer. Der findet wieder Timo Streibel. Der Flügelspieler kann sich im unübersichtlichen Gestocher durchsetzen und erzielt den 2:2 Ausgleich. Die letzte Chance im Spiel dann nochmals auf Seiten der Auswärtsmannschaft. In der Nachspielzeit Margauer auf Pichler. Der braucht zu lange für den Abschluss, aber die Nachschusschance für Manuel Lanzersdorfer. Der vergibt aber aus 5 Metern den Siegtreffer. Damit bleibt es im Sportpark Weißkirchen bei der Punkteteilung. Der Meister vom letzten Jahr in der Rückrunde mit nur 3 Unentschieden und ohne Sieg. Ich glaube, jetzt nach dem Spiel müssen wir den Punkt so mitnehmen, weil erste Halbzeit war grandios von uns gespielt, zweite Halbzeit klassisch verschlafen. Das passiert uns momentan in letzter Zeit öfters, dass wir es nicht über 90 Minuten am Platz umbringen und dann kannst du gegen St. Martin da nicht gewinnen. In der Halbzeit sind wir schon 2:0 hinten gewesen und dann noch 2:2. Von dem her sind wir natürlich sehr zufrieden, ja, dass wir da nur den Punkt mitnehmen. Und die zweite Halbzeit war auch wirklich sehr, sehr gut.